困ったわね。どうかしたのか？私、一日に一回水浴びしないと死んじゃうの。こんな水も何もないところじゃ。本当？大変だ！いた！バカっぽい。そんなわけないでしょ。鼻じゃあるまいし。水浴びなんてしなくても死なないわよ。現に私はもう10日も水浴びてないから。あら、そんなに？私だったらもう瀕死状態ね。でも、リタ姉からはほのかにいい匂いがするのじゃ。わかった。リタはドライフラワーなんだ。死ね！熱っ。リタッチがバンバン火の魔術使っちゃってるからね。砂漠が熱いのは私の魔術とは別でしょ。ドハード。けど、本当に熱いよ。何よ。だからやめろって。そうしてくれると助かるかなってとこか。やめない。好きなのだからやめない。お前だって熱いんだろ。だから熱いけどぶっ放すとスッとするからやめない。スッとしたら熱いの忘れるからやめない。うわ、リタが壊れたよ。Ja, hi und willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Vesperia, die Definitive Edition. Ja, in der letzten Folge sind wir aus Jormgon rausgekommen und ja, wir sind jetzt wieder auf dem Weg zum Mom. Nein, wir sind nicht aus Jormgon rausgekommen, wir waren noch hier in der Stadt und ja, Yuri wollte ein bisschen töten und ja, da hat er dann gemacht, hat ein bisschen Ärger bekommen von Flynn und ja, jetzt sind wir wieder auf dem Weg, auf dem Rückweg zu dieser einen Stadt, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, da wo das Kolosseum ist und ja, ich wollte gerade den Part anfangen, dann kommt direkt, ich habe euch eigentlich hier draußen auf dem Feld zurück begrüßt, aber dann kam direkt ein Monster, als ich gerade anfangen wollte zu reden und ja, das fand ich doch ein bisschen nervig, also bin ich hier reingegangen und habe das nochmal gemacht, ne? Gut, alles klar. Ich habe wieder aufscreen was gemacht, ich habe ein bisschen gelevelt, also nicht gelevelt, aber Sachen gelernt und ja, noch viele andere tolle Sachen. Wir sind jetzt alle Level 40 mit der Ausnahme von Patty, welche irgendwie ein Level unter uns reingekommen ist und ja, dauert halt ein bisschen länger bei ihr, habe ich so das Gefühl. Jedenfalls gehen wir mal ganz kurz hier ganz schnell durch, was ich alles gelernt habe. Ich habe diese ganzen Fähigkeiten hier gelevelt. Also nicht gelevelt, aber ich habe mit Hilfe von diesen Fähigkeiten hier was gelernt. So Kette, Höllenfeuer, was gab es noch? Alembic, Sintflut und all diese Sachen. Und ja, die haben uns alle neue Techniken gegeben. Und ich gehe jetzt mal ganz kurz durch. Yuri hat mit der Kettefähigkeit die Art gelernt, Azursturm. Und hier, boom. Und ich habe jetzt das immer so gemacht. Also ja. Man lernt diese Fähigkeiten ja, indem man sie erst als Fähigkeit ausrüstet. Und ja, wenn man dann Azurschneid einsetzt, dann setzt man automatisch Azursturm ein. Und ja,
nachdem ich das dann 100 mal gemacht habe, wie man sieht, Nutzung 102, dann lernt man diese Fähigkeit für immer. Und ja, das habe ich gemacht mit vielen Charakteren. Yuri hat außerdem noch die Fähigkeit Höllenfeuer, was das gleiche ist wie Kette. Also man lernt, man verwaltet eine Art, und ja, wenn man die 100 mal einsetzt, dann bekommt man die. Aber ich bin alle Arts durchgegangen von Yuri, und Höllenfeuer scheine ich noch keine Art zu haben, die dadurch verändert wird. Also ja, da kann ich im Moment nichts machen. So, Raven, die gleiche Sache haben wir mit ihm auch gemacht. Wir haben Sturmbär und Alembic bekommen. Durch Sturmbär 100 Nutzungen von Schimmer des Himmels haben wir Himmelsgeschenk bekommen. Wo ist es? Hier. Und mit Alembic haben wir nach 100 Schlangennutzungen Glühwürmchen bekommen. Boom. Also Schlange, weil nicht. 100 mal eingesetzt, 152 mal, und boom, Glühwürmchen. So, Patty hat erst einmal auf Level 39 gelernt. Schicksalsspalt, oder? Ja. Auf Level 39 hat sie gelernt, und durch die Kettefähigkeit konnte sich variable Abzug verändern und zu Abzugsjustierung verwandeln nach 100 Nutzungen. Carol hat auf Level 40 gelernt. Gaia-Insekt. Wo ist er? Da, ich habe es gesehen. Da. Wir haben zufällig ausgewählte Schätze aus deiner Tasche. Okay. Habe ich schon gewundert. Das habe ich im Kampf irgendwie schon so gesehen, aber ich habe irgendwie nicht mitbekommen, was das auf einmal war. So. Ist die Sturmwehrfähigkeit nach rührende Revolution 100 Mal. Hat er gelernt, wo ist das? Wirbelsturmrevolution, boom. Also die 100 mal, boom. Judith, wo ist sie? Da. Steigende Mondlichtverwüstung hat sie gelernt. Ich weiß aber nicht, wodurch. Also kann sein durch ein Level. Aber ich glaube, sie war irgendwie nicht aufgelevelt. Wo ist sie überhaupt? Hier. Aber kann auch sein, dass eine Kombination aus zwei verschiedenen Arts sind. Und ja, wenn man zwei verschiedene Arts einsetzt, ein paar Mal, dann tut man ja auch manchmal, weiß ich nicht, eine Art daraus erlernen, die irgendwie eine Kombination von den beiden Sachen sind. Also ja, bin ich mir jetzt nicht sicher. So, durch die Kette-Fähigkeit hat sie Mondlichtkralle in Mondlichtfall ja verwandelt nach 100 Nutzungen. Durch die Dispersion-Fähigkeit strafender Zahn, wo ist das? Da war, glaube ich, eine, oder nicht? Ne, strafender Zahn hat sie gelernt dadurch, ne? Strafender Flugzahn hat sie gelernt. Wo ist ein strafender Zahn dann? Ich bin schon wieder blind. Ugh. Alter, warum finde ich ihn dann nicht? Habe ich irgendwas falsch notiert oder was? Lunazahn, nee. Haben schon. Mondlichtkralle, Dämmermond. Hm. Nach 100 strafender Zahnnutzungen strafender Zahn gelernt, oder war bei Yuri? Habe ich da bei Yuri notiert? Ist auch egal. So, und Höllenfeuer, gleiche Geschichte wie mit Yuri. Habe ich noch nicht eine Fähigkeit, die irgendwie damit kompatibel ist. Also, ja. Rita, Alembic. Dadurch hat sie, wo ist es? Ja, Dämonenlanze gelernt. Und zwar aus 50 Benutzungen von, wo ist es? Wo bin ich jetzt ganz blöd oder was? Gewalt ist nichts hier. Da 50 Nutzungen, und dann hat sie die Sache für immer gelernt. Und ja, durch Höllenfeuer hat sie eine Fähigkeit noch gelernt. Ich habe nicht mal versucht, sie zu notieren, weil das war eins dieser Formeldinger. Hier, das hier, da hat sie das hier gelernt. Und die hier bekommen, glaube ich. Ja, als Feuer. So, und Repeat. Gleich fertig. Ist da nichts bekommen, weil jetzt schon lange keine neue Waffe mehr bekommen. Dispersion, strafender Zahn, da ist strafender Zahn. Oh Gott, ich habe mich da vernotiert. Strafender Zahn, hier. 100 Nutzungen strafender Flugzahn gelernt durch Dispersion und große Sinnflut von fallendem Laub in wo ist das hier? In wirbelnder Natur. So, das haben wir alles gelernt. Und ja, das ist ein ziemlicher nerviger Prozess, hier die ganzen Sachen zu lernen, aber ich glaube, wir haben jetzt eine ganze Menge von denen jetzt erstmal gelernt für eine Weile. Wir sind erstmal bedient. So, hier ist eine Cutscene, sobald ich mich der Höhle nähere. Also, ich wollte in die Höhle reingehen, ein bisschen da Gegenstände farmen und so, aber ja, dann ist ja was passiert, und ja, guten Tag. Jop.
今カドスは騎士団が封鎖してますよ。ここだけじゃない、山を越えるルート全部がね。封鎖？なんでそんなこと。事情は知りません。でもノードポリカは危険なんだとか。どうしましょう。新月までにノードポリカ行かなきゃならないのに。と言ってもね、免状を持っている私でも通してもらえなかったからな。 お兄さん、ギルドドマルシェの人？ああ、免状がどうかしたのか？ギルドドマルシェは帝国から免状を発行されてて、国内を自由に行き来できる騎士団に止められてしまいました。仕方ないので、私は満太鼓に戻ります。シーション・ボイナス・フュアット。こちらも満太鼓に戻って、のんびり待つか？ どうすかね。フレンが封鎖を指示しているのでしょうか。どうだろうな。どっちにしろここで足止め食うわけにはいかねえだろう。新月過ぎちゃったらどうしようもないものね。でも頼み込んで通してもらえる状況じゃなさそうだよ。それぞれどうやって真ん中に入って。中に入ってからって。 どういうことです？封鎖されてるってことは容易に外には出られないって状況よね。それは想定しておいた方がいいってこと。だったらマンタイクでちゃんと準備した方がいいんじゃない？大丈夫だろう。このまま行こうぜ。マンタイクは、わずかに 1 Minute entfernt und nicht mal 10 Sekunden. So, ich gehe mal da rein. Ich habe so das Gefühl, wir müssen nach Jorm gehen. Da war so ein kleiner Pfad, den wir noch gehen konnten. Also gefühlt, wir müssen da lang gehen. フレンタイがやってたんだね。でもあの魔物は何？騎士団で飼いならしたってとこかね。なんかフレンに似合わねえ舞台になってんな。まったくフレンのやつ、何やってやがんだ。これだけ大掛かりな作戦なら、 やっぱ神魔戦争の黒幕って話と関係あるのかもね。この剣もどうしようか。ん？マジでか。やるやる。で、何話してるんですよ。おっさん、あんまり大きな声出すな。ごめんごめん。 Wir töten jemanden. Gern geschehen. Gut gemacht, Patty und Raven. Nani, Patty-chan の助言あってよ。人間ご褒美があると頑張れるっていうじゃない。何よ、ご褒美って。 約束をお願いね、パティちゃん。うざ。秘密なのじゃ。何よあれ。どうせしょうもない約束だろう。今それより先を急ぐぞ。なるほど。ディーブロカード。町からの逃げ道を全部封鎖するなんて。 やっぱり帝国の力はまだまだ大きいんだ。まあ、別にアイファーアイスがだったり、さ。ギルドとは元々の力が違うから、いくらユニオンでも功は行かないよな。まさに帝国ならではの力押しの作戦だよな。一体何が目的なんだか、街道の封鎖なんて胸くそ悪い手使いやがってよ。それもノードポリカに行けばわかるんじゃない？今は追っ手に捕まらないように急ぎましょう。Ich gehe erstmal zurück. Wahrscheinlich kann ich nicht zurück, ne? Ist wahrscheinlich nicht sehr klug, jetzt zurückzugehen.
Damit kann ich nie irgendwie zurückgehen, wenn ich irgendwo mal durchgegangen bin. Ich meine, als üblich in Rollenspielen, aber trotzdem. Komm schon. Ich habe gedacht, jetzt wäre ein bisschen schwieriger hier, dass wir, weiß ich nicht, hier so ein Drama draus machen irgendwie. Okay, lass mich. Oder auch nicht. Aha. Ich dachte, wir müssen uns irgendwie darauf gefasst. Hallo? Irgendwie darauf gefasst machen wir. Was Schlimmeres, aber nö. Jetzt alles neue Gegner, merke ich gerade. Und ja, ich spiele mal ausnahmsweise Yuri. So, wir müssen die ganzen Leute erstmal ihr Mutters Andenken. Okay. Level 34, wir sind schon Level 40, also. Ach ja, boom, ich habe jetzt drei Dinger. Alter, ich mache ganz schön Schaden. Noch mal einer hier. Ah ja, ich habe verdammt, ist gerade mal eingefallen. Muss die Strategie gleich ein bisschen ändern. Komm. Kommt dann alle ihre TP schon verbraucht haben? Warte mal, das ist eine blöde Frage. Ich weiß den Grund dafür. Wer macht hier nur einen Schaden? Okay, erst einmal, ich muss die Strategie ändern, weil ich meine, ja, gemäßigt. Ja, weil weiß ich nicht, ich habe für die Trainingssession habe ich hier umgestellt. Irgendjemand hat nur ein Viertel Schaden oder irgendwie sowas ausgerüstet, ne? Nee. Ja, und ich habe irgendwie volles Rohr, da habe ich auch immer Tees eingestellt, weil ich war in der Wüste die ganze Zeit an einem Heilspeicherpunkt, da konnte ich mir halt leisten, jedes Mal unsere TP zu verballern, weil die immer geheilt worden sind. Und ja, war eine dumme Idee, hätte ich vielleicht wieder umstellen sollen. Jedenfalls, das Versprechen des alten Mannes. やっぱり秘密なのか？ユーリには特別に教えてやる。さあ、ありがたいこって。ここで頑張ったらジュディネのスリーサイズを聞いてやるって言ったんじゃ。わかりやすいのじゃ。何？どうしたのよ？さっさと先急ごうぜ。おっさん、もういい年なんだから抑えていこうぜ。 Was hat der denn davon, die Maß von ihr zu wissen? Dann bist du neu, du bist betäubt. Das ist auch schon mal etwas. So, übrigens, Patty muss immer noch Sachen lernen, weil, ja. Ich glaube, von zwei Waffen. Warte mal. Ja. Aber ja, weiß nicht, Erfahrungsgewinn oder wie auch immer Fähigkeit heißt, hat voll lange gedauert. Und ich hatte jetzt keinen Bock noch so sehr viel mehr irgendwie zu trainieren. Ich meine, wir sind schon Level 40. Ich glaube, wir sind erstmal für eine Weile lang gewappnet. Ah. Also ja, eine neue Truhe. Sinclair Säbel. Zeig mal. Superkette. Möglich das verknüpfen. Für Patty? Ah, nee, Patty hat die Fähigkeit. Man war es zum veränderten Arzt. Reduziert während des Verwendung von Zauberwehr erlittenen Schaden. Weißt du, Stella hat schon sehr lange nichts mehr Neues gelernt und sie kann nur eine Sache lernen.
Gehen wir dann mal. Sie hat schon sehr lange nichts mehr Neues gelernt. Sie hat schon die ganze Zeit mit diesen Horn des Zauberers rum. これぞパティちゃんのブレインと俺様のテクニックの融合ってね。一人より二人の力なのじゃ。しかしこんな危険なとこまで封鎖してノードポリカを孤立状態にしようってんだから、連中かなりマジケみたいね。まったく魔物まで出してきちゃって、きっとろくでもないことしようとしてるのね。フレンがこんなことを指示するとは思えません。 フレンっていうのはどういうやつなのじゃ？ユーリの友達だよ。子供の頃からの長い付き合いなんだって。下までは指示が行き届かない。上からは理不尽な指令が来る。体がでかくなって偉くなると、いろいろ手が回んなくなるんじゃないかね。随分物知りだな。さすがアルトスクの一員ってか。組織なんてもな、どこもそんなもんでしょう。問題は、 フレンのやつがどこまで本気かってことだ。何？ノードポリカに行けばいろいろ見えてくんでしょ。そうですね。でも警戒はしておいた方が良さそう。まさかノードポリカが武力制圧されてるってことはないと思うけれど。パレストラーレが黙っちゃいないもんね。悪いリーダー、エアルクレーンで調べる時間もあんまり取れねえぜ。ああ、でもしょうがないか。 追ってとか来ると面倒だし。そういうことだ。じゃあとっとと行くぞ。なんかユーリ積極的だね。なんだかんだ言ってお友達が心配なんでしょうよ。そんなにフレンってのとユーリは深い絆でつながっとるのかな。そうね、それはもう深いっつーか、なんつーか。何？ Alles klar. Wir müssen nicht unbedingt hier so viele Kämpfe machen, aber natürlich schon offscreen genug. So, die Frage ist jetzt, sind jetzt hier neue Truhen? Diese eine neue Truhe hat mich ein bisschen verdächtig gemacht und das wollte ich eigentlich nicht. Ich renne einfach mal weg. Ja. Ich renne einfach weg. Aua. Ah. Ah. Oh Gott. Jetzt renne ich jetzt recht weg. Lass mich durch. Diese eine Truhe hat mich ein bisschen verdächtig gemacht. So, ich habe schon wieder 5 Stunden habe ich trainiert. Mehr oder weniger. Eigentlich mehr 4 oder so, aber soll's. Und ja. Alles klar, alles klar. Nein, ach, egal, sind betäubt. Endlich mal habe ich auch Waffen, die effektiv gegen die Gegner sind oder nicht resistent gegen. War ein bisschen nervig in der Wüste. Ein paar KP oder TP, aber TP ist immer in Verbindung mit Sorbet und Sorbet, weil nicht sind schwer zu stellen andauernd. Hier geht es nicht weiter. Dreck. So, und irgendwie wird es auch nicht mehr nachts in der Wüste, weil ich ein bisschen doof finde, weil ich glaube, von einem Gegner irgendwie braucht irgendwie was, um eine Waffe hochzuleveln. So Eisstein oder so oder Froststein oder was auch immer. Und ja, ich kann nicht mehr triggern, dass die auftauchen. Also noch ein neuer Gegner. Oh, geht mal alle weg. Diese Fähigkeiten scheinen sich auch zu verändern durch
Kette oder Höllenfeuer, Alembic und all sowas. Was ich nicht schlecht finde. Dann habe ich alle analysiert, ja. Wo sind meine ganzen? So. Okay, wer ist hier? Geblieben. No. Schon wieder Rennsaal weg. Guckt euch mal da hinten an, was schon wieder los ist. Ey. Nicht vor, dass in keinem anderen Tales auf Spiel vorkommen ist. Ey. Ich habe schon alle Spiele gespielt, die nach diesem Spiel kommen. Jedenfalls für die PlayStation. Ganz auch noch Tales of Hearts und all so was. Das glaube ich für die PSP rausgekommen. Ey. Da waren sie die Streich. Kann ich natürlich nicht spielen, oder PlayStation Vita kann das sogar sein, ne? Ich glaube PlayStation Vita war das. Ja, die Konsole war halt nicht so dolle. Also ja, ist klar. War nicht so erfolgreich, glaube ich. Ja, ich möchte jetzt eigentlich nicht so viele Kämpfe hier machen. Bin schon überlevelt. Wir haben jetzt ein paar Kämpfe gesehen. Und jetzt reicht es aber auch. Ja, ne? Nigerin da, jo. Oh, das ist keine neue Truhe. Oh, direkt eine Cutscene wieder. ちょうさは手短にな。分かってる。今は完全に収まってる。一時はあんなに溢れてたのに。あれでAR を制御したってことは、なんで魔物にそんなことが。そのAR クレーネは もう安全なんです。前みたいにいきなりAR が噴出したら危ないよね。その心配はなさそう。じゃあなんだってあの時はいきなりAR が噴出したんだ。問題はそこね。自然現象ではないんです。その可能性は低いわね。もしそうなら定期的に同じ現象が起こるはずよ。ARが定期的に噴出するなら周囲に影響が出るはず。 ケーブモックみたいに植物が異常に繁殖するとかね。見たとこそういう異常はないわな。だとすると何かがエアルクレーネに干渉してエアルを大量放出する。でも一体何がエアルに干渉するなんて術式かブラスティアくらいしか。 Gesundheit. Ich meine, Boss, kommt jetzt ein Boss. Ottega, Taichon, die Texo Majimina Kishidomo da se. Rita, ich so, Josa, what dann da ro? Mocho, du kannst es aussehen. Kangai, um Atomir, da kenne ich, Rato, dem die Kirito, mo, Kirito. Na, mo. Die Untersuchung ist eher Krähen. エアルクレーネに干渉したのが調べて何か分かったのか今はまだ何とも言えないわ分かったこともあるけどまだ確信が持てないからんじゃ確信が持てたら話してくれよそうねほら行くぞ多分あんたにも関係してくるしんわっ Mitten ins Gesicht geschossen. So, da ist keine neue Truhe. Gut. Die eine Truhe hat mich sehr paranoid gemacht. Ah, okay. Wir rennen einfach weg. Nigerinder, jo. Nigerinder, jo. So, wir hätten ja eigentlich theoretisch diesen großen Boss hier, der ja rumgelaufen ist, dieses riesige Monster. Hätten wir eigentlich auf dem Rückweg hier erledigen können, aber wo hätte ich das denn wissen sollen, ne? So. Wie gesagt, paranoid. Nichts, alles klar, weiter.
Oh Gott, verdammt. Ich dachte, ich hätte mich zweimal an ihm vorbeischleichen können, ohne dass er jemals gemerkt hätte, dass ich da gewesen wäre. Ja, hast du voll gemacht, Kollege, ne? Ich bin jetzt weg. Tschüss. Nebenbei habe ich auch irgendwie nichts zum Lernen oder so, also weil ich kämpfe, wenn jetzt irgendwie voll Verschwendung. Patty und Estelle sind jetzt die einzigen, die was lernen, also da möchte ich doch schon ein bisschen mehr haben. Oh Gott, zum Glück kam jetzt eine Cutscene. Ducken, gucken. Sind nur diese beiden Pappnasen aus dem ersten Part, die mich erledigt haben. Ist er das noch? Gott, mit Wario, wenn ich Wario war, Luigi und Wario. Ja. Also machen wir die beiden fertig, die sind nicht so hart. Okay, was war gerade passiert? Jetzt habe ich gedacht, die waren einfach nur bescheuert oder so. Achtung, okay. Hey, Moment mal. Du bist nicht unser Boss. So in dem Sinne. Dann habe ich irgendwie gedacht, vielleicht ist Raven irgendwie, weil ich eine große Persönlichkeit oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Und ja. Dann haben die beiden irgendwie so gedacht, so, was habe ich gemacht? Und da kam ich wieder zu einem Schluss, die sind vielleicht zu blöd gewesen, keine Ahnung. Aber irgendwann scheint ein Grund gewesen zu sein, weil ja, sonst käme diese kleine Unterhaltung am Ende nicht. Ne? So stelle ich mir halt vor. So, jedenfalls, wir sind in Nordopolica. So ist die Stadt. Können wir mal gucken, was die da alles, was hier alles so abgeht, ne? Ich speichere mal, bevor ich da reingehe, ne? Das klingt mal eine gute Idee, was. Na. Ja. Ich hoffe, die haben auch neue Sachen zum Einkaufen. So hatte ich am Ende des Parts, nicht am Ende des Parts, aber nach dem Part schön einkaufen kann. Ich will das nämlich nicht mitten im Part machen, das ist immer für die Zeitverschwendung. Also los, komm. Und bitte, Patty, bleib in unser Team und hau nicht schon wieder ab. So wie jedes andere Mal auch. So, ich spreche mal hier mit jedem. Tingeling, tingelingeling. Hier kommt der Eiermann. So, gab es hier irgendwo einen Shop da drin, waren die Shops alle, ne? Ja, war klar, hat hier irgendwas passiert. Ja, wir fallen ja überhaupt nicht auf. Guck uns mal an. Ich meine, guck euch mal Judith an. Ja,
Deswegen wohl. Aber sicher doch. Ich stehe sowieso nicht, warum du die ganze Zeit abhaust. So kompliziert für dich, Rita. Keine Ahnung. Mit dir auch, weil du die Sephira hast, die uns mehr Geld gibt. Also alles sicher nur ein Missverständnis. Okay. Ja, da werden ja mal ein Schiff. Lass mal jemand anderen hier spielen. Keine Ahnung. Rita. Jetzt kommt die Rita. Was ist hier los? Gott. Okay. Dann gucken wir mal. Ich will jetzt mal die Shops hier abchecken. Wenn die was Neues zu verkaufen haben, werde ich wahrscheinlich den Fall beenden. Oh, was denke ich denn? Einfach. Okay. Wie ist wichtig aus? Okay. Da habe ich auch irgendwie, weiß ich nicht, Kolosseum-Kämpfe irgendwann machen können, bestimmt, ne? Habe ich irgendwie Tales of Berseria vermisst. Aber gab es diese Schreine, die es auch in Tales of Systeria gab, die fand ich nicht so toll. So, da müssen wir, da ist die Gaststätte. Gucken wir mal. Warte mal, konnte ich überhaupt was kaufen beim letzten Mal? Na, warte mal, ich glaube, ich kaufe ein paar Sachen, die ich noch nicht habe. Takemaketsuchi. Lass mich mal hier. Oh, ich wollte das ja eigentlich auf Screen machen, ne? Ja, sieht schon aus, als gäbe es hier wieder neue Sachen. Okay, dann werde ich dann auf Screen alles machen. Außer die haben jetzt hier was Schönes. Was ganz Tolles. Nein, okay. Ich glaube, der Shop ist aber auch neu, ne? Ja, passiert neu und irgendwas. Niemand weiß genau, wieder was tatsächlich. Irgendwie gibt es mir nichts. Nö. Oder wenn ich auf Screen ein bisschen shoppen, den Part hier. Noch 2 Wochen, dann kannst du deinen Laden öffnen. Okay, ich will nur gucken, ob hier noch was ist. Wenn nicht, dann weiß ich nicht. Beende ich den Part, damit ich in Ruhe shoppen kann und nicht wieder 10 Minuten hier rumsitze und hier tot langweile. Hast du Interesse an einer Teilnahme? Tut mir leid, kannst du halt nichts machen im Moment.
Ja, Muskelnascher 1 Million Pferdestärken. Reiß sie ein Stück und wirf sie. Hey, alles klar. Alter, mir das lassen wir. Okay. Alles klar, dann beende ich den Part hier, damit ich in Ruhe einkaufen kann. Und ja, in der nächsten Folge gehen wir uns ausruhen in der Gaststätte und gucken mal, was hier so alles abgeht. Ist hier ein Speicherpunkt in der Nähe? Hier müsste eigentlich ein Speicherpunkt sein, ne? Ja. Gut, dann speichere ich hier. Während dem Part, in der nächsten Folge sehen wir uns wieder. Fully equipped und all das Zeug. Und ja, ich bedanke mich alle fürs Zuschauen. Und würde mich freuen, wenn ihr ein Like, ein Abo oder einen Kommentar hinterlassen würdet. Das würde den Kanal sehr weiterhelfen. Und ja. Oh, warte mal, was? Okay, ich dachte, du hast irgendwie gesagt, so hallo, Süße oder irgendwie so. Jedenfalls, ciao, bis zum nächsten Part. Bye, bye.